Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Batman Eagle Moss Graphic Novel Collection. Und zwar, diesmal habe ich drei Pakete. Eins ist schon ausgepackt. Ich zeige es mal eben einmal ganz kurz. Da liegen schon zwei. Weil das war auch so ein noch ein größeres Paket als das untere. Ne? Zeig mal eben das untere. Und da war noch nicht dieses Hero Collector drauf irgendwie. Oder doch, ich habe das irgendwie nicht geschnallt. Auch irgendwie seit ein paar Ausgaben ist der Lieferant auch anders. Irgendwie, wenn ich nicht drüber gestolpert habe, schon mal aufgemacht und dann waren die Comics da drin. Und da ist ja auch egal. Euch geht es ja nicht darum, dass ich den Karton aufreiße, sondern wahrscheinlich, was für Bücher drin sind. Dementsprechend fange ich jetzt auch einfach mal gleich mit dem ersten an. Also mit dem eigentlichen ersten Paket, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe es mir ja eigentlich markiert, aber... Wir haben die 54 und 55. Hier geht es mit 56 weiter. Genau. So, dann gucken wir mal eben. Wir haben Ausgabe 54, entscheidende Ereignisse, Band 5. Das Beben Teil 1. Ein gewaltiges Erdbeben verwüstet Gotham. Auch Wayne Manor liegt in Trümmern. Alfred wird bei dem Beben verletzt und so muss Batman einen Weg aus der zerstörten Betthöhle finden, um Hilfe zu holen. Nightwing und Huntress helfen unterdessen den obdachlosen Einwohnern, während Azrael es mit Bane aufnimmt. Aber kann Catwoman ihre inneren Dämonen bezwingen und zu der Heldin werden, die Gotham braucht? Inhalt US Detective Comics 719 bis 720, US Shadow of the Bat 73, US Nightwing 19, US Batman 553, US Azrael 40, US Catwoman 56. Voilà. Muss mal eben, ich glaube am besten den Bildschirm ausmachen. So. Sonst habt ihr da immer, genau, so, besser. Hm? Einmal hinten. Das Beben. Einmal von vorne. Irgendwie ein schönes Cover da mit Gordon und... Ja, cool, cool. So, Ausgabe 55. Entscheidende Ereignisse. Band 6. Das Beben Teil 2. Nach einem gewaltigen Erdbeben herrscht in Gotham Anarchie. Aus den Trümmern erhebt sich der mysteriöse Quake Master. Denn für ihn war das Beben erst der Anfang. Schaffen es Batman und seine Verbündeten, ihm rechtzeitig das Handwerk zu legen? Und was ist mit den zahlreichen Verbrechen und Unterweltbossen? Können sie die Stadt retten oder beschleunigen sie nun deren Untergang? Außerdem werden durch das Beben alle Insassen aus dem Todestrakt des Blackgate-Gefängnisses befreit, die jetzt in der Stadt ihr Unwesen treiben. Da hat jeder was zu tun, wa? Inhalt US Batman 504. 50, US Nightwing 20, US Shadow of the Bat 74, US Robin 52, US Batman Chronicles 12 und US Batman Blackhead Isle of Man. Das ist hinten. Und hier haben wir ein recht cooles Cover eigentlich. Die ganze Aufmachung erinnert mich so ein bisschen an die Zeichentrickserie aus den 90ern. Gut. Dann machen wir weiter mit Ausgabe 56. Entscheidende Ereignisse, Band 7, das Beben, Teil 3. Nach dem verheerenden Erdbeben herrscht in Gotham Anarchie. Für Poison Ivy ist nun die Zeit gekommen, in der die Natur die zerstörte Stadt übernimmt und Catwoman ist die Einzige, die sie aufhalten kann. Unterdessen laufen Sträflinge des Blackgate-Gefängnisses Amok und der Clue-Master trifft auf seine Tochter Spoiler. und auf Huntress. Währenddessen zettelt der Joker in Arkham bereits den nächsten Ausbruch an. In diesem unübersichtlichen Chaos muss Batman denjenigen finden, der angeblich hinter allem steckt. Den Quake-Master. Inhalt US-Batman. Spoiler Huntress. Also Spoiler-Huntress, US Catwoman 57, US Detective Comics 721, US Robin 53, US Batman Arkham Asylum Tales of Madness 1. Ja, so ein bisschen, ne?
der Artstyle. Also von der Aufmachung her, es ist nicht ganz, wie heißt er denn? Nicht Tim Burton. Bruce Timm. Der war damals der Zeichner der Comicserie aus den 90ern, der unter anderem dann auch Harley Quinn als erstes Mal erfunden hat und gezeichnet hat, zusammen mit Paul Dini als Autor. Geht in die Richtung. Ne? Also das Kostüm, sage ich jetzt mal, grau mit blau und so, ne? Könnte man so auch nicht schlecht. Das Beben Teil 3, jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch Teil 4. Nee. Wir haben Ausgabe 57, Familienkonflikte, Band 4. Ja, da hatten wir auch schon ein paar von. Die Auferstehung Ra's al Ghuls, Teil 1. Batman hat einen 10 Jahre alten Sohn mit Talia, der Tochter von Ra's al Ghul. Damiens Existenz wird geheim gehalten, während er in den Reihen der League of Assassins aufwächst und ausgebildet wird. Jetzt das ist auch Ra's al Ghul bereit, wieder von den Toten aufzuerstehen. So wie er es geplant hat. Dafür braucht er aber einen Körper, von dem er Besitz ergreifen kann. Und Damiens Körper ist dafür perfekt. Aber wie wird Talia reagieren, wenn sie sich zwischen Vater und Sohn entscheiden? Na, Batman wird das bestimmt auch nicht gefallen. Inhalt US Batman Annual 26, US Robin Annual 7, US Batman 670, US Robin 168 und US Nightwing 138. Sorry. Einmal hinten. Sieht ganz geil aus, wie er so auf diesem Gargoyle sitzt. Vorne auch sehr cool, mit Ra's al Ghul im Hintergrund. Aber auch Batman mit dem Schwert der League of Assassins. Oder das Führerschwert? Das klingt gerade ein bisschen falsch. Also das Schwert von Ra's al Ghul wird es wahrscheinlich sein. Sieht ganz geil aus, das Ding. Das würde ich mir, glaube ich, sogar als Poster hinhängen. So, jetzt haben wir noch ein drittes Paket, weil irgendwie die kamen im Moment eh immer so ein bisschen komisch. Also ganz andere Lieferungen und jetzt hat sich sogar so überschnitten alles, dass wir... Ich meine, gut, es ist auch schon Ende des Monats eigentlich. Nehme ich ja immer Mitte des Monats auf. Aber ich mache das immer gerne, wenn die Loot-Chest auch da ist, weil ich ja hier immer so ein bisschen mit diesem Mikrofon und so ein bisschen immer was veranstalten muss, dementsprechend. Hat sich auch das ein bisschen hingezogen. Das ist ja nicht schlimm. Jetzt sind sie ja da. Jetzt kommt das Video ja. Wir haben die 59 und natürlich die 58 und die 59. Kommt das hin? Wunderschön, wunderschön. Ja. Gut, machen wir weiter mit Ausgabe 58. Familienkonflikte, Band 6. Die Auferstehung Ra's al Ghuls Teil 2. Ra's al Ghul steht kurz davor, wieder erweckt zu werden. Dafür hat die League of Assassins Batmans Sohn Damien entführt, damit Ra's in dessen Körper aufstehen kann. Robin, in Klammern Tim Drake, befindet sich ebenfalls in Ra's Gewalt und dessen Versprechen, all die wieder zum Leben zu erwecken, die Tim verloren hat, zieht ihn allmählich in den Bann des Schurken. Inzwischen verbünden sich Batman und Talia al Ghul, um das Leben ihres gemeinsamen Sohnes zu schützen. Sie reisen in die mystische Stadt Nanda Parbat, wo sie eine tödliche Überraschung erwartet. Inhalt US Batman 671, US Robin 169, US Nightwing 139, US Detective Comics 838 bis 840. Hier haben wir hinten mal schön schwarz-weiß. Schwarz-weiß geht ja auch immer. Kampf zwischen Ra's und Batman. Und vorne haben wir auch wieder Ra's al Ghul und Robin drauf. Da geht das Cover eher so auf die Geschichte ein, dass Robin in seinen Bann gezogen wird. Ich bin echt gespannt, wie viele da noch kommen. Aber so langsam geht's in Richtung... Also spätestens gegen Ende werde ich natürlich nochmal ein Foto machen von den Buchrücken hier. Dass man dann das Bild nochmal als Buch sieht. Also man kennt das Bild ja dadurch, dass ich ja auch am Anfang immer mal dieses Bild gezeigt habe auch schon. Aber egal, das würde ich dann natürlich gerne nochmal mit einfügen. Ausgabe 59, entscheidende Ereignisse, Band 8. Niemandsland, Teil 1. Oh, das Niemandsland, also No Man's Land ist auch eine richtig geile Geschichte eigentlich. Gotham liegt in Trümmern. Nach einem Erdbeben wird die Stadt zum Katastrophengebiet erklärt.
Der Großteil der Einwohner... Einwohner? Ja, die Einwohner? Der Einwohner ist aus der Stadt geflohen, die jetzt sich selbst überlassen wird. Doch es gibt auch viele, die geblieben sind. Die Unterwelt teilt die zerstörte Metropole bereits unter sich auf. Und Leute wie der Pinguin und Two-Face herrschen nun über ganze Stadtbezirke. Auch Commissioner Gordon und Gothams Polizei sind in der Stadt geblieben. Und sie versuchen, Recht und Ordnung erneut zu etablieren. Aber auch Batman macht sich bereit, wieder in Erscheinung zu treten. Inhalt ist US Batman No Man's Land 1, US Shadow of Bat 83, 87, US Legends of the Dark Knight 119, US Detective Comics 730 und 734, US Batman 563 und 567. Also die No Man's Land Geschichte, wer die noch nicht kennt, kann ich mal ans Herz legen. Es gibt eine Interpretation auch bei Audible, im Endeffekt als Hörspiel. So, als Hörspiel für Erwachsene. Ist ja auch irgendwie immer mehr in. Habe ich mir natürlich gekauft und auch schon angehört. Das ist eigentlich sehr geil gemacht. Geht auch ein bisschen länger. Kam man, glaube ich, auch, also konnte man damals als CD kaufen. Ich meine, wer benutzt sowas heute schon noch? Aber es ist sehr ganz cool, wie die Regierung im Endeffekt Gotham zum No Man's Land erklärt. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber warum und weswegen und weshalb. Und dann wirklich da alle machen, was sie wollen im Endeffekt. Schon ganz cool. Auch in der Serie Gotham, wer die nicht kennt, ich mochte sie ganz gerne. Auch da wird das, ich glaube, in der letzten Staffel so ein bisschen thematisiert. Da wird diese No Man's Land Geschichte natürlich in die Zeit gebracht, in die Gotham spielt ja eher vor Batman. Man sieht ja Bruce Wayne noch als Junge und als Teenager aufwachsen. So. Trotzdem auch irgendwie cool umgesetzt. Gut, das war's wieder. Diesmal hatten wir natürlich, wie gesagt, wir hatten 6 Bücher statt 4. Dann geht's aber halt in 2 Monaten, denke ich mal, wieder mit 4 weiter. Wenn wir 6 haben, auch egal. Umso schneller sind wir auch damit irgendwann mal durch. Und ich habe alle Comics da. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos, entweder nur wegen den Comics, vielleicht seid ihr aber auch wegen ein paar Let's Plays hier. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wir sehen uns. Bis dann.